Ja, so ein Rodpod ist schon eine geile Sache. Was kann denn so ein Rodpod? Und braucht man denn überhaupt so ein Rodpod? Gucken wir uns mal an. In den letzten Tagen werden jetzt natürlich hier Fragen gestellt. Was ist mit dem Rodpod? Brauche ich einen Rodpod? Soll ich mir einen Rodpod kaufen? Naja, ein Rodpod ist erstmal natürlich nice to have, aber ein Rodpod fängt nicht einen Fisch. Also, wenn du knapp bei Kasse bist, kaufst du dir natürlich keinen Rodpod. Ob das der kleine ist oder ob das der große ist, komplett übertrieben. Das ist Spielerei. Also, ein Rodpod ist Spielerei, ein Klappstuhl ist komplette Spielerei. Das ist beides nice to have. Es ist schön, wenn man es hat, wenn man vielleicht zu viel Silber hat und sich denkt, oh ja, komm, damit das hier an meinem Angelplatz auch noch schön harmonisch aussieht und richtig schick ist, da hole ich mir hier so einen Rodpod und dann hole ich mir hier so einen Klappstuhl und im Idealfall hole ich mir am besten auch noch so eine Laterne dazu und sowas und dann richte ich mir hier richtig schön meinen Spot ein. So, dann ist das hier schön und dann kann man hier wunderbar angeln gehen und denkt sich, ja, alles klar, wunderbar, so macht das Spaß. Aber wichtig ist das absolut nicht. Also so ein Rodpod, so ein Stuhl, so eine Lampe fängt alles nicht einen Fisch. Wenn du keine Kohlen hast im Game, wenn du noch nicht richtige, vernünftige Basis oder essentielle Sets hast, also Routen und Rollen, Finger davon lassen, braucht man absolut nicht. Aber für alle anderen ist es natürlich eine schicke Sache. Und wenn wir den jetzt hier so stehen haben, sehen wir natürlich auch diese verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, ne? Also natürlich können wir ihn einmal hier aufheben und neu platzieren, so wie wir ihn gerne hätten. Dann können wir ihn heben und senken mit K. Das heißt, da hinten geht das schön rauf. Und wenn wir dann eine Route nehmen und die ablegen, zack, dann liegt das, ne, schön gerade. Oder wir senken dann das Ganze hier wieder. Dann geht das Ganze, na, senkt er oder senkt er nicht? J, da hinten. Und dann geht es da vorne hoch, jawohl. Oder eben andersrum. Also das können wir schön einstellen. Es ist manchmal ein bisschen schwierig dran zu kommen, wenn man halt dahinter steht und es liegen die drei Routen drauf. Also im Idealfall vorher einstellen. Will man quasi direkt flach ins Wasser rein oder will man ein Stückchen weiter raus? Will man vorne irgendwie über Seerosen raus, dass die Schnur nicht direkt vorne im Wasser liegt? Dann kann man das Ganze natürlich vorne so ein bisschen hoch machen und dementsprechend geht dann die Schnur ein bisschen steiler dann runter. Kann man natürlich dann so machen. Also so habe ich ihn in der Regel stehen. Muss aber eigentlich auch nicht sein. Also man kann es halt hinstellen, wie man es irgendwie gerade schicker findet. Grundsätzlich kann man natürlich auch im Rodpod noch Basiseinstellungen machen, ne? Also man muss natürlich dafür dann auch wieder an die Seite hier ran. Auf G drücken und dann sehen wir hier natürlich sämtliche Details. Das ist natürlich jetzt hier die Edelversion vom Rodpod. Also ein richtig schön edles Teil und eben auch das teure Teil. Und dieses teure Teil können wir eben auch noch ein bisschen variieren und individualisieren. Und genauso individuell wie unser Rodpod, genauso individuell sind ja auch unsere Uhren oder unser Schmuck, den wir tragen. Also ein bisschen was Besonderes. Und dann nehmen wir natürlich was von Holzkern. Ist ja wohl klar, oder? Also natürliche Materialien, ob das jetzt, wie gesagt, die Uhren sind, Armbänder sind, ein bisschen was Schickes für die Freundin. Wenn wir uns schon den teuren Rodpod kaufen, vielleicht auch noch für Gold, dann sollte ja wohl mal mindestens ein Armband oder einen Ring, eine Halskette oder eine Sonnenbrille jetzt für den Sommer für die Freundin drin sein, damit wir hier in Ruhe noch ein bisschen weiter angeln können. Ist ja wohl selbstverständlich, oder? Also zack, rein hier. Auf Holzkern mal gucken, schön Prozente mitnehmen. Link zur Seite von Holzkern ist unten unter dem Video. Der Rabattcode ist auch unten drunter, unterm Video. Und dann Attacke, ein bisschen shoppen gehen, ordentlich sparen. Und dann können wir auch wieder in Ruhe angeln gehen und sind immer noch schick gekleidet beim Angeln.
Die Freundin ist zufrieden und die Mama freut sich bestimmt auch mal, wenn sie ein bisschen Aufmerksamkeit von dir bekommt, du Lümmel. Und dann können wir, wie gesagt, in Ruhe weiter zocken und angeln. Und dann können wir uns auch einen geilen Rodpod leisten und solche Sachen. Aber erstmal an die Lieben denken. Das muss ja auch mal gesagt sein. Also, und wenn wir dann alle versorgt haben, dann gucken wir hier auf einen Rodpod. Und dann versorgen wir uns selbst mit einem geilen Rodpod und den stellen wir dann so ein, wie wir wollen. Also in verschiedenen Farben. Zack, zack, zack. Hier grün, rot und so weiter. Das können wir hier alles einstellen. Ich habe das gerade so eingestellt, wie ich meine Matchrouten eingestellt habe. Die Matchrouten vom Weihnachtsmarkt haben ja drei verschiedene Farben. Also sie sind weiß mit drei verschiedenen Köpfen. Und genau so habe ich immer, gelb die 1, rot die 2, blau die 3. Und genau so habe ich das eben auch hier gemacht. Einfach nur aus diesem Grund. Was deine Lieblingsfarben sind, stell einfach ein, wie du das magst. Da kannst du dann einfach variieren, natürlich, wie es dir schmeckt. Du kannst es auch ganz abnehmen. Wenn du sagst, nee, will ich gar nicht haben, machst du den Pieper da einfach aus, legst es da einfach so drauf und gut ist. Oder du willst es nur auf einer Route haben und die anderen willst du dann vielleicht aushaben. Zack, zack. Und das erste geht gerade gar nicht. Einer muss dran oder was? Zumindest könnte man einen dann so einstellen, wie man es will, dass man sagt, okay, ich habe hier zwei Routen, da ist das wurscht oder ich lege da die Posen drauf, da brauche ich kein Gebimse und den einen, den lasse ich dann hier mit dem Alarm. Und dann ist das gut. Genauso, apropos Alarm, können wir natürlich auch sagen, Mensch, das olle Gepiepe ist mir hier zu laut. Das heißt, wir können das einfach reduzieren. Ne? Also da haben wir halt so ein bisschen die Spielerei von laut nach leise. Ich lasse das erstmal so, reduziere das hier bei mir dann übers Mischpult. Und genauso können wir aber auch sagen, ich hätte gerne einen anderen Sound. Also es geht halt von leicht nach lau, nach höher, noch höher, noch höher und so weiter. Biep, 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 biep. Irgendein Ton, der dir vielleicht am besten gefällt. Oder dann eben so schrille Töne. So ein Ringeln. Alter Falter. Oder so ein Piepsen. Das Piepsen finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ja, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Könnte man auch machen. Nee, 3. Ich habe die jetzt so eingestellt, von links nach rechts. Wie war das? Mal eben hören. Genau. Also von 1 nach 2 nach 3. Genau, die drei verschiedenen Töne. Und dann erstmal raus hier, ist ja nicht auszuhalten. Und dann ist das gut. Ich habe übrigens in letzter Zeit habe ich hier mal wieder, gerade für das Angeln hier, guck mal, jetzt fällt er automatisch ja wieder rein. Das ist natürlich schon gut, habe ich hier den elektronischen Bissanzeiger mal wieder drauf gemacht. Aber also, ich sag mal, ich nutze eigentlich jetzt auch ganz gerne einfach den Rodpod, ne? Also jetzt, wo er da ist. Und es funktioniert halt auch so gut. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Diese Funktionalität ist halt gegeben. Das heißt, man hat das vielleicht einmal, dass man das drauflegt auf dem Platz. Und wenn man dann eben daneben ist oder so, dann flupp, geht er automatisch da drauf. Also man muss da nicht immer genau hingucken, wo platziere ich ihn. Auch dann bei der zweiten Route oder sowas. Wenn man die dann abstellt, zack, und die dritte Route, zack. Ne, dann sind die halt automatisch da jetzt drauf und man weiß, wo sie hingehören und dann ist das gut. Also, so passt das schon richtig gut. So macht das halt dann auch richtig Bock. Das Gerät funktioniert super. Aber, und da müssen wir natürlich hoffen, dass R4 das auch noch in den Griff kriegt, es gibt da einen kleinen Bug. Den bringen wir natürlich rein hier in das Video. Klar. Und zwar hier vorne bei den Swingern. So, mal hier schön ein bisschen Swinger-mäßig einen auswerfen. Zack. Da ist er, der Bug. Flip, 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 flip. Das heißt, in dem Fall, wenn man hinten den Poppes nach oben fährt, dann ist hier vorne der Swinger weg und hier hinten macht der Swinger Theater, was auch immer. Ist nur in dieser Position und deswegen fahre ich das Ding auch eigentlich immer in die andere Position. Denn dann zack, aufheben, abstellen, ist alles wieder tutti. Also, auch beim Auswerfen dann, ne? Zack, nochmal eben abstellen, so. Swinger ist dran, dann können wir ihn wieder straff ziehen. So, und dann ist der auch so wieder richtig eingestellt, ne? Bügel übrigens zumachen, denn wir wollen ja dann sehen, wenn der Fisch kommt und auf uns zuschwimmt, dass die Schnur dann locker wird und der Swinger nach unten fällt und dadurch wieder ein Signal gibt, ne?
Also das wollen wir schon. Wenn wir die ganze Zeit locker lassen, ist es halt nur beim Abziehen sozusagen, dass es dann ein Signal gibt. Und so haben wir dann quasi den Swinger ein bisschen rangezogen. Der Swinger pendelt quasi, zack, hier, der pendelt dann nach oben. Und wenn er dann oben angekommen ist, kann er eben auch runterfallen, wenn der Fisch auf uns zugeschwommen kommt. Also so lübt das Ganze dann eben auch. Ja, wie gesagt, leider im Moment gerade nur in dieser Position. Die andere Position scheint gerade ein bisschen verbuggt zu sein. Aber ich bin mir sicher, dass sie das auch ratzfatz beheben werden. Ja, sonst zum Klappstuhl. Der hat nochmal eine schöne Funktion oder nebenbei so eine Funktion mit 5% mehr Komfort. Komfort haben wir hier unten stehen. Das ist Komfort. Und wenn der Komfort zack, schön weit oben ist, regenerieren wir insgesamt schneller. Das ist immer wieder gut, positiv. Wann geht der Komfort runter? Wenn wir die ganze Zeit im Regen stehen, wenn wir die ganze Zeit an unkomfortablen Regionen stehen. Das weiß man manchmal gar nicht. Und dann wundert man sich, nanu, was ist denn hier los? Alles im roten Bereich. Weil man, das ist zum Beispiel diese Position an der alten Festung, ganz unten rechts in der Ecke, wo dieser Fuß ist, das ist Sumpfgebiet. Das hängen wir dann, da sitzen wir da rum, sind da am Angeln, überall Mücken und Sumpfgebiet und nicht so schön. Und dann kommt vielleicht sogar noch Regen. Ah, dann geht der Komfort im Keller. Und jetzt hier auf unserem schönen Schemel haben wir einfach nochmal plus 5 auf den Komfort. Naja, hilft vielleicht auch noch ein bisschen, aber auch das ja, wie gesagt, absolut nicht essentiell, ein nice to have und nicht zwingend notwendig. Auch das übrigens funktioniert gut, da waren auch schon ein paar Mal die Fragen, was ist denn hier, kann ich da sofort aufspringen? Wenn ich jetzt die 1 drücke, zack, springt er sofort auf die 1 und ich kann sofort hier Gas geben. Auch das funktioniert, wenn du natürlich in Reichweite bist, ist ja klar, das ist ja beim ganz normalen Aufspringen hier auch, also von hier hinten. Ne, zu weit weg geht das natürlich nicht, aber wenn man so ungefähr in der Nähe ist oder in der Nähe sitzt, dann kann man das so ganz gut verwenden. Also im Großen und Ganzen ist das schon eine feine Sache und man kann tatsächlich überlegen, ob man sich hier so einen großen Rodpod nicht einfach mal gönnt. Das ist schon ganz schick und das ist schon nice, wenn man das Teil hat. Und was noch viel nicer ist, RF4 spendiert möglicherweise dir diesen Rodpod. Also, wenn du Glück hast, gewinnst du diesen Rodpod. Einfach einen Kommentar schreiben unter diesem Video. Dickes, fettes Dankeschön an RF4 fürs Sponsoren der Rodpods. Und wie gesagt, wenn du Glück hast, bam, ziehe ich im nächsten, nee, ich würde sagen nächsten Mittwoch im Livestream, ziehe ich dann den Gewinner. Also, wir haben heute Sonntag, den 19. und am Mittwoch, den 22. ab 19 Uhr wird dann der Gewinner gezogen im Livestream zum Rodpod und dann geht der Rodpod, der hier noch rumliegt, der geht dann an dich. Also, einer muss hier noch raus und der wird dann quasi verschenkt von RF4. Ja, coole Aktion, vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann lübt das auch. Viel Erfolg, viel Glück, Petri Ölümmels, bis zum nächsten Mal.